So, da sind wir wieder. Hier in Transport Fever. Hier läuft alles, glaube ich, recht gut, würde ich behaupten. Wir haben im Grunde genommen alles, was für diese Güterzentrale von Relevanz ist, getan. Also sprich, alles angeschlossen. Alle Industrien hier drumherum sind verbraten. So ein bisschen was habe ich immer mal wieder im Off auch gemacht. Die Städte werden versorgt. Hier hinten auch. Da habe ich dafür gesorgt, dass auch hier jetzt mittlerweile ein Zug lang fährt. Der kommt doch, müsste auch, glaube ich, gerade aus dem Depot noch kommen. Wo ist er denn? Wo ist mein Zug? Ist der schon losgefahren? Tatsache, da ist er, die V100. Von Baureihe 24. Genau, also es ist alles Mögliche hier schon verbraten worden. Das bedeutet für uns, wir ziehen weiter. Also verlassen wir das Gebiet hier vorne und orientieren uns mal hier irgendwo bei Blue Valley bzw. Cauldron. Was wäre da von interessantem Standort? Hier vorne wäre natürlich gut, weil dann haben wir so einen maximalen Weg von der einen Güterzentrale zur nächsten. Ergibt aber nicht so viel Sinn, weil hier nicht, noch nicht so viel ist. Ich platziere zwar hier noch, werde zwar noch die ein oder anderen Industrien platzieren, aber achso, das Örtchen wollte ich euch auch noch zeigen. Das habe ich hier noch hingepflanzt. Winzig klein, hier ganz oben im Berg. Zwei Straßen mit einem super Ausblick, oder? Also so kann man leben. Dieses Hotel hier vorne wird sich bestimmt lohnen. Hier wird natürlich niemals ein Zug langfahren, ist klar, sondern das wird nur per Bus funktionieren. Aber alles zu seiner Zeit, das kommt dann noch. Eine Straße hier einmal auch langgezogen, wirklich eine. Hier kann man, glaube ich, echt gut langfahren. Hier fährt sogar einer lang. Da können wir mal ganz kurz mal einsteigen. Na? Lieber Muhammad Walker. Ja, gar nicht mal so schlecht, oder? Ich würde sagen, eine Güterzentrale, die nächste, würde sich eigentlich ja, hier vielleicht lohnen, in dem Bereich, oder vielleicht sogar hier. Ich glaube, hier wird sich das noch am ehesten lohnen, weil so können wir dann praktisch einmal hier die Kurve da so lang und dann irgendwie gucken, dass wir dann hier vorne ins nächste Gebiet vordringen. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal hier einen fetten, fetten Güterbahnhof, bitte. Den brauchen wir natürlich wieder, ne? Die Güterzentralen, die müssen riesig sein. Was bist du? Freight Yard Classic. Freight Classification Yard. Aha, interessant. 420 Meter, ne, 360 Meter reicht. Main Building, Mittel. Groß. Yard Area Surface Pavement. Cargo Spawn Location. Yardboden. Oberleitung, ja. Ja, also eigentlich hier so in den Wald rein. Der Wald kommt natürlich an der Stelle weg. Das ist klar. Ich glaube, wir müssen den Bahnhof ein wenig kippen. Ja, ich glaube, das war die falsche Richtung. Nee. Ja, das passt schon. Ha, interessant. Hier haben wir keine richtigen Plattformen. Ich hoffe, der Bahnhof funktioniert auch. Aber ja. Ja. Den schließen wir einmal ganz kurz an. So. Und einmal auch gerne die andere Seite. Mit
enden, dann haben wir keine Brücke. Genau, was wir als allererstes machen, ist unsere Mainline weiterziehen. Also, liebe Mainline, wo fährst du denn rein? Hierhin. Lohnt sich das? Ja, also in die Richtung fährt da nichts raus. Hier ist allerdings ordentlich was gelagert. An Gütern, heißt also irgendeine andere Linie nutzt. Achso, das ist die Mainline, ne? Fährt hier noch jemand rein? Nee, das passt. Die beiden Gleise sind frei. Dann kommt die Mainline praktisch hier rein und fährt dann hier raus. Ja, weiche hin oder her, das ist halt so, das ist Bahnhofsgebiet. Und dann geht's in welche Richtung? Ja gut, eigentlich in die Gleise da vorne, ne? Also es wird sich schon... Ja doch, definitiv. Hier rein, in die Gleise. Dann nehme ich die hier einmal zurück. So. Die Weiche sieht gut aus. Die auch. Jawohl. Signale. Also einmal bitte hier hin. Dahin. Dahin. Da passt es soweit. Dann können wir die beiden Signale wegnehmen. Und hier vorne steht dann. Steht die 1? Ja. Ups. Das hier nehme ich jetzt erstmal weg. Und das auch. Das stand nämlich noch auf den Gleisen drauf. Genau, so. Also dann fahren wir hier praktisch raus. Und dann einmal hier rein. Und fahren dann einmal hier lang. Und hier würde ich sagen, kommt hier einmal die Straße weg. Ist ein bisschen zu nah an den Gleisen. Machen wir einmal den hier so. Und ja, ich würde dann eigentlich, glaube ich, ja, wir müssen schon hier irgendwie links raus. Die Frage ist, hier kommen wir nicht mit einem Bahnübergang drüber, ne? Ich würde nämlich ungern hier noch praktisch raus und dann hier rausfahren, weil von beiden Seiten kommen Züge. Wenn auch nicht besonders oft und besonders viele, aber es wäre mir schon lieber, wenn wir dann nicht unbedingt an der Stelle das Gleis teilen. Daher einmal hier so raus. Und an der Fabrik vorbei. Die Straße weg, die brauchen wir auch eigentlich nicht, weil die Industrie ist ja angeschlossen. So. Seite. Und zack. Und dann können wir hier mal, wie wär's mit einer Brücke? Ja, so. Und dann hätte ich gerne
Nein. Nee. Nee. Ja. Diese wunderschöne Brücke. Einmal da rein. Und du bitte einmal da rein. Zurück zu den Gleisen. Dann einmal hier praktisch vorbei. So. Und ja, hier rein. Das ist gut. Zack. Eine Weiche. Dahin und dann signalisieren wir das auch schon. Dann einmal hier ein Signal hin. Hier mache ich mal eins hin. Das hier nehme ich dafür weg. Denn das kommt jetzt hier nach hinten hin. Und die beiden kommen dann jetzt auch mal weg. Dann haben wir das eigentlich schon. Dann können wir mit der Mainline nach Scottsgrove GZ einmal nach Blue Valley GZ. Und nach Blue Valley wieder zurück nach Scottsgrove GZ. Perfekt. So, dann haben wir schon mal unsere Mainline weiter verlängert. Das wird jetzt erstmal natürlich ziemlich schwachsinnig sein, weil wir da jetzt erstmal nur Minus machen werden. Denn hier vorne ist noch nichts für die Mainline. Aber das werden wir jetzt schleunigst natürlich ändern. Indem wir beispielsweise Folgendes machen. Indem wir von hier aus schon mal eine LKW-Linie hier hinziehen, und um dann Werkzeuge und Treibstoff hier hinzubringen. Das machen wir mal. Weil das wird schon mal die ersten Produkte zur Mainline praktisch hinbringen. Denn wir produzieren ja das Ganze schon. Hier mal ein bisschen Terra geformt. So. Gebäude. Dann nehmen wir mal das hier. So, und der Treibstoff kommt dann hier hin und die Werkzeuge hier hinten. Also ist das Treibstoff LKW Blue Valley und Werkzeug LKW Blue, BV. BV. So, und ein Depot. Dazu einmal dich. Und du kannst eigentlich ganz gut hier direkt daneben hin. So, einer der Treibstoff kann. Ja, du hier. Und jemand, der bitte Werkzeuge transportiert. Werkzeug-LKW. Das müsste dann jetzt schon eigentlich ausreichen, dass auf der Mainline jetzt schon mal Treibstoff und Werkzeuge tendenziell auch bis hierhin gebracht werden. Denn wir haben ja jetzt praktisch schon Abnehmer und produziert wird das schon. Was machen wir als nächstes? Als nächstes
könnten wir eigentlich hier diese Industrie anschließen, denn Getreide wird schon produziert und hier können wir dann Brot produzieren. Das müsste eigentlich funktionieren. Gebäude, Güterbahnhof, das kann jetzt wirklich nur eingleisig sein. Ich mach's mal zweigleisig. Moment, das hätte ich schon ganz gerne auf der gleichen Höhe. So. So, eigentlich müsste das doch ebenerdig sein. Ich verstehe nicht, warum es das nicht ist. Achso, weil es gesloped ist. Immer noch ein bisschen, ne? Passt schon. So, und ja, Straßenanschluss wäre dann auch nicht schlecht. Straßen ländlich. So, dann haben wir die Nahrungsmittelfabrik hier angeschlossen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Ja komm, wir bauen da einfach mal eigene Gleise für. Machen wir das Ganze hier mal viergleisig. Ja, Autosave. Come on. So. Na? Das snippt nicht so richtig an, ne? Jetzt aber. Zack. Und... das noch ein bisschen abflachen. Genau. Eine Weiche wäre hier auch nicht allzu schlecht. Als Idee. So. Genauso wie hier. Und weil wir es können, schließen wir auch den hier mal an. Na, warum klappt das nicht? Okay, die Weiche ist nicht besonders schön. Warum funktionierst du nicht? Funktionierst du jetzt? Ja. Ja, das passt. Halbwegs. Signale. Und einmal hier hin eins. Einmal dorthin, einmal dorthin, einmal dahin, einmal dahin. Einmal hierhin. Zack, und dahinter. Dann ist das hier schon mal
Lebensmittel ML Zulieferung Blue Valley. So. Genau. Und jetzt brauchen wir noch idealerweise irgendwo ein Depot. Wo passt denn eins hin? Passt hier noch irgendwo eins rein? Hm, nicht mehr so ganz. Gebäude. Nehmen wir mal das hier. Vielleicht hier so. Zack. Auch noch hier anschließen. Geht das? Ja, ist ja auch egal. Dann nehmen wir mal. Wie wäre es, wenn wir wieder eine Dampflok nehmen? Finde ich, ja, ist eine gute Idee. Hier, eine 46. Und dazu dann Cargo. Jemand, der Lebensmittel kann. Ja, die sehen noch gar nicht mal so schlecht aus. Und die auch passen, glaube ich, ganz gut zu dem Dampflok. Und noch einen davon. Lebensmittel ML. So. Das müsste eigentlich auch schon dahingehend reichen, dass dann hier auch... Ah, schau an, die Mainline ist das erste Mal hier. Ordentlich beladen. Konnte jetzt nur nichts Sinnvolles hier wirklich abliefern, glaube ich. Aber gut, okay. Dann, aber das ändert sich ja, wie gesagt, jetzt noch im Laufe der Zeit. Denn das wird hier noch in irgendeiner Form angeschlossen. Lag hier schon jetzt etwas für die hier? Nee. Die können die natürlich nur produzieren, sobald hier Lebensmittel ankommen, und die kommen nur mit der Mainline an. Ich hoffe mal, dass die Linie dann noch mitbekommt, dass hier mal ein bisschen ein bisschen Getreide noch mitgeliefert wird mit der Mainline. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ansonsten setzen wir uns noch irgendwo. Ach, guck mal, wir haben hier vorne ordentlich Getreide. Ja, okay, dann passt das. Also was ich mir auf jeden Fall vorstelle, ist, dass hier in irgendeiner Form eine Zuglinie auf der Uferseite einmal lang geht und einmal hier auf der Uferseite. Vielleicht könnte man ja so einmal praktisch im Kreis fahren, von Blue Valley nach Hermsdorf und dann wieder so zurück. Also im Grunde genommen so eine Art eingleisige Rundlinie, wenn man so möchte. Oder hier von Hermsdorf einmal hier so lang. Wobei von Hermsdorf einmal hier so lang nach Blue Valley, hier rüber. Joa. Und dann vielleicht eine Direktverbindung von hier nach da, und zwar über die rechte Flussseite, Uferseite. Hm, vielleicht. Gucken wir mal, was die anderen Linien momentan so machen. Ja, hier liegt ein bisschen was rum, das ist gut. Personenverkehr läuft. Via Blue Valley. Ach, schau an. Hier liegt ein bisschen was in Richtung Blue Valley. Das ist schon mal sehr gut. Aber nichts, was wir gebrauchen könnten. Gut. Dann ist das halt so. Jeder kommt gerade an. Wie fasst du hier irgendwas ab? Schauen wir mal.
Hat jetzt weder Plus noch Minus gemacht, kann das sein? Oder lädt er jetzt gerade nur auf? Anscheinend. Und jetzt geht's weiter. Wir könnten natürlich überlegen, ob es nicht langsam an der Zeit wäre für einen zweiten Zug. Denn hier ist ordentlich was für die Männer dabei im Bahnsteig. Und hier hinten, schauen wir mal, auch. Und wenn wir das hier anschließen, dann kommt definitiv ein zweiter Zug für die Mainline. Definitiv. Dafür müssen wir aber weiterhin Zeugs anschließen. Und zwar, hier hätten wir zum Beispiel einen guten und schnellen Kandidaten. Der Bretter braucht, und von denen haben wir, glaube ich, genug Bretter. Ja, machen wir auch mit einem Zug, würde ich sagen. Gebäude. Güter. Ich glaube hier. Naja, vorbei. Ein Durchgangsbahnhof kann sich lohnen, weil dann können wir auch direkt die Kohle aufnehmen. Ja, doch, das machen wir so. Machen wir direkt die 320. So, zack. Ich hoffe, dass wir noch da reinkommen. Das ist nämlich ein ordentlicher Höhenunterschied. Könnte etwas schwer werden. Aber es geht. Vielleicht hier mal ausnahmsweise eine Brücke statt aufzuschütten. Ja, wobei, nee, wir brauchen ja hier eine Weiche, von daher, nee. Moment, das ist das rechte Gleis und hier sind wir im rechten Gleis, okay. Und so. Hier passt definitiv nur ein Zug auf die Gleise. So. Jetzt kommen wir mit dem Depot da nicht mehr rein, ne? Doch. Sehr gut. Das wäre dann Werkzeug. Nicht Werkzug. Aber Werkzeug wäre auch nicht schlecht. ML. Zulieferung Blue Valley. So. Dann nehmen wir mal einen. Hier, wie wäre es mit der AE46 Gasturbinen-Look? Cargo. Jemand, der Bretter und Werkzeuge transportieren kann. Bretter, ja, aber keine Werkzeuge. Die habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal. Was mit denen hier? Bretter und Werkzeuge. Die italienischen Wagen. Werkzeug-ML-Zulieferung. So, auch das ist halt wiederum davon abhängig, ob dann hier mit der Mainline dann mal Bretter geliefert werden. Auch das müsste aber eigentlich möglich sein. So, ganz kurz auf die Zeit geloschert. Oh, verdammt, das sind schon 29 Minuten. Ja. Kommen wir denn hier irgendwie? Können wir hier noch einen Bahnhof hinstellen? Funktioniert das? Hier vielleicht aber definitiv der Kopfbahnhof und vielleicht dann ein kurzer Zug. Frage ist, kommen wir da rein in die Gleise? Yes.
das funktioniert, können wir ein bisschen das Tunnel verkürzen, den Tunnel verkürzen, wenn wir M und M drücken. Ja. Dann haben wir ein schönes Tunnelportal. Na, das nicht. Das hier. So. Und so. So. Und du nach dahin. Nee, einmal bitte ins andere Gleis. Genau, und du bist dann Kohle ML Zulieferung BV. Kommen wir mit dem Depot da rein? Jawohl. Eine Elektrolok. Ich hätte gerne eine Elektrolok. Eine 150 in Orientrot. Cargo. Kohle. Die sehen gut aus. Die auch. Und du. Und noch einer hiervon. Und du bist dann Kohle ML. Ne? Oh, ich glaube, das Spiel ist abgebrochen. Eieiei. Das ist natürlich uncool. Ja. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.